Und lassen Sie sich jetzt am Anfang nicht täuschen, auch wenn wir von Hänsel und Gretel berichten, sonderlich märchenhaft wird es nicht zugehen. Morgen am 24. November, also exakt einen Monat vor Heiligabend, gibt es eine Hänsel und Gretel Premiere, aber angesagt ist nicht etwa die in jeder Hinsicht harmoniesüchtige Opernversion von Engelbert Humperdinck oder sonst ein betuliches Weihnachtsmärchen. Nein, Johann Kresnik, der Tanzberserker vom Rosa-Luxemburg-Platz, er macht sich daran, an der Volksbühne diesmal nicht nur ein Lieblingskind deutscher Befindlichkeit zu demontieren. Wie immer der Zeit weit voraus. Die Weihnachtsüberraschung aus der Volksbühne garantiert nicht kindgerecht. Hänsel und Gretel, Grimms Märchen und konsumzerstörte arme Kinderlein. Die zwei ältesten Tänzer aus Kresniks Ensemble sind Hänsel und Gretel. Nach Meinhof und Gründgens, Luxemburg und Jünger fragt sich nur, warum der engagierte Moralist sich nun in den deutschen Märchenwald verirrt. Aber es geht nicht, ich kann nicht immer nur Biografien nehmen. Aber bei Hänsel und Gretel ist es ja so, dass eigentlich Hänsel und Gretel, wie sie die Hexe verbrannt und ausgeraubt haben, nicht nach Hause sind, sondern sie sind weg. Und nach vielen Jahren zurückgekommen in ihre Heimat und haben gesehen, dass es den Kindern, die jetzt hier leben, schlechter geht, als wie sie selbst damals als Kinder waren. Also heißt, ich habe auch die Geschichte im Prinzip mit diesen märchenhaften Hänsel und Gretel ein bisschen auseinandergebrochen. Johann Kresnik, der Märchenonkel. Er weiß immer, nicht nur bei Hänsel und Gretel, wer die Guten und wer die Bösen sind. Jetzt müsste man natürlich sagen, sie kamen als ein Häuschen vom Pfefferkuchen. Also das heißt, wir wissen. Die Kinder sind bei Kresnik arm dran, fast verhungert, körperlich zerbrochen und konsumterrorisiert. Das ist besser. Es klingt sofort falsch, als ob ihr es verspotten wolltet. In dem Moment, wo jemand macht, ist aus. Da denkt man sich, die machen sich. Es müsste wirklich, so wie wir es vorher hatten. No, Sopranen. Jetzt. Und etwas fürs Auge. Die Hexe ist bei ihm verführerisch jung. Kresniks Traum beginnt da, wo die Märchenfiguren ins Rentenalter gekommen sind. Jetzt nimmst du sie. Vor einem großen Wald hat ein Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern gewohnt. Ich bin Hänsel. Ah, ja. Gretel? Ja. Der Bub hat Hänsel geheißen. Ach. Und das Mädchen Gretel. Ah ja. Sie haben nicht so viel zu schaffen und. Ach so. Ja. Bilder sind entstanden, die provozieren sollen, aber eher spaßig und sanft wirken. Erinnert sich hier noch jemand an die Schocker, die Kresnik sonst produzierte? Wumms, jetzt rennt er so nach Gott. Und dann irgendwann schubst du sie runter und sagst, ja, ich bin Hänsel. Ja. Ja. Sag mal. Du lässt dich ja, wunderbar, du lässt dich verführen. Ja, ich bin Hänsel. Ah, ja. Ja, ich bin Hänsel. Ah, ja. Geh mal. Auf der Bühne mit richtiger Beleuchtung und Requisiten wird die Absicht offensichtlich, warum sich der deftige Choreograf in den Märchenwald verirrte. Auch hier gibt es noch eine Message. Der Tänzer als ewiger Moralist, ganz in Grimmscher Märchentradition. Wenn ich die Armut in der dritten, vierten Welt gesehen habe, dass da wirklich nichts vorhanden ist für die Kinder zum Essen, überlegt man sich dann schon, was kann man eigentlich für diese Kinder tun? Im Prinzip zu Weihnachten nichts kaufen mehr unseren Kindern oder nur kleine Geschenke. Die Silvesterballerei aufgehen und diesen Kindern irgendwo anders helfen, versuchen irgendwas anderes zu helfen. Für mich eine Aufgabe, den Erwachsenen zum Denken zu bringen. Hänsel und Gretel. Es weihnachtet an der Volksbühne.